Ach ja, die Graubärte. Ein Orden von ziemlich schlauen alten Mönchen, die sich dem Weg der Stimme verschrieben haben. Das müssen einfach sehr intelligente Personen sein. Nein. Tatsächlich gibt es einige ziemlich triftige Gründe gegen Arngeier und seine Gefährten. Gemeinsam schauen wir uns diese Argumente näher an und ich erkläre euch, warum die Graubärte dumm sind. Um zu verstehen, warum die Graubärte nicht die hellsten Kerzen auf dem Süßkuchen sind, müssen wir uns zunächst etwas ihre Geschichte ansehen. Sie wurden in der ersten Ära von Jogen Windrufer gegründet. Sein Grab können wir tatsächlich in Skyrim finden und dort müssen wir auch sein Horn holen und es den Graubärten bringen. Jogen Windrufer ist der Begründer der Philosophie der Graubärte. Er erdachte sich den Weg der Stimme. Das Problem bei der Philosophie der Weg der Stimme ist, dass sie sehr arrogant, elitär und halt auch inkonsequent ist. Dazu aber gleich mehr. Wie ist denn Jogen Windrufer überhaupt auf die Idee gekommen, den Weg der Stimme zu begründen? Nun, Windrufer hat das Tum besonders gut gemeistert. Aber natürlich nicht für einen friedlichen Zweck, sondern um Krieg zu führen. Die Nord haben in ihrer Historie schon immer das Tum eingesetzt, um halt Gegner niederzuringen. Das Schreien ist eine ziemlich große Macht, besonders auf dem Schlachtfeld. Und Jogen Windrufer war einer der größten Krieger in der ersten Ära. So kam es, dass das Reich Himmelsrand ziemlich groß wurde. Doch das Reich sollte in dieser Größe nicht für immer bestehen, sondern wieder kleiner werden. In einer Schlacht am Roten Berg verloren die Nord gegen die Dunmeer. Nach der Niederlage kam Jogen Windrufer die Erleuchtung. Weil er das Tuum verwendet hatte, waren die Götter auf ihn böse. Zwar hatten die Nord in den letzten 100 Jahren das Tuum genutzt, um alle anderen Völker einfach wegzuknechten, aber jetzt war damit Schluss. Das Schreien sollte stattdessen friedlich verwendet werden, weil Schreien ein Ausdruck von Frieden ist, nehme ich mal an. Geboren war der Weg der Stimme. Der Vorschlag von Jogen Windrufer, das Tuum nun noch friedlich einzusetzen, kam natürlich bei den Nord besonders gut an. Die haben sich nämlich genau das gleiche gedacht wie ich. Bruder, am Tuum ist nichts Friedliches, weil wir zerfetzen damit unsere Gegner. Wie soll man diese Macht friedlich einsetzen? Und ja, Jogen Windrufer war wirklich so bescheuert. Er meinte nämlich nicht, man solle nicht schreien, sondern er meinte, man solle nicht schreien, um halt irgendwie Tod und Verderben zu bringen. Das Tuum als solches sei gar nichts Schlechtes. Gerade mit Blick auf die Geschichte von Tamriel ist das natürlich absoluter Blödsinn. Denn das Tuum haben die Menschen von Patonax gelehrt bekommen, weil ursprünglich das Tuum eine Macht der Drachen war. Und die Drachen wurden wiederum von dem Gott Akatosh dazu erschaffen, um zu herrschen und zu unterdrücken. In diesem Sinne ist das Tuum das absolute Böse. Und es wurde ja sogar von den Drachen eingesetzt, um die Menschheit zu versklaven. Patonax hat deswegen den Menschen das Tuum beigebracht, damit sie sich gegen die Drachen wehren konnten. Er hat sich damit gegen Alduin gestellt und ihn hintergangen. Zurück zu Jogen Windrufer und seiner absolut genialen Lehre. Die wurde von den damaligen Zungen so heftig gehatet, dass sich 17 von ihnen zusammentaten, um Jogen Windrufer 3 Tage lang anzuschreien. Stellt euch das mal bitte ganz kurz bildlich vor. Doch Windrufer blieb standhaft. Und dann gaben die 17 Zungen auf und wurden seine Schüler. Sie sahen an, dass er recht hatte. Serious? Und so entwickelte sich dann der Weg der Stimme. Doch was sagt eigentlich jetzt konkret diese Philosophie? Nun, nach den Graubärten handelt es sich dabei um eine traditionelle Magie der Nord. Sie wird verwendet für die Anbetung des Windes als Verkörperung von Kinaret. Die Nord sehen sich als Kinder des Himmels, den Atem und die Stimme als ihre Urkraft. Es ist schon ziemlich beeindruckend zu sehen, dass die Nord mit dem Tuum von den Drachen unterdrückt worden sind, dann selbst das Tuum von Patonax gelehrt bekommen haben, um es dann wiederum einzusetzen, nachdem sie die Drachen besiegt hatten, um andere Völker zu knechten. Nach dem kleinen Exkurs in die Geschichte von Tamriel sollte jedem klar sein, dass der Weg der Stimme jetzt nicht so wirklich die beste Philosophie ist. Sie ergibt an einem zentralen Punkt nämlich gar keinen Sinn. Wenn das Tuum schlecht ist, warum verwendet man dann das Tuum? Was uns ganz konkret zu den Graubärten in Himmelsrand bringt. Sie praktizieren das Tuum. Sie wissen um die Macht Bescheid und kennen sogar beinahe alle Schreie. Allerdings nutzen sie nicht das Tuum dafür, für was es ursprünglich erschaffen worden ist, nämlich um zu herrschen und zu vernichten, sondern um Kinaret anzubeten. Besonders lustig wird es, wenn man sich die Hauptstory von Skyrim näher ansieht. Ich meine mal, Alduin ist zurück, die größte Gefahr für die gesamte Welt. Was machen die Graubärte? Tatsächlich schreien sie einmal, sie rufen uns nämlich zu ihnen. Aber anstatt dann selbst mit in den Krieg gegen die Drachen zu ziehen, chillen die halt einfach weiter da oben.
weil das nicht ihr Weg ist. Was übelst dumm ist, weil das Tum wurde ursprünglich den Menschen beigebracht, damit sie sich gegen die Drachen wehren können. Jetzt sind die Drachen in Himmelsrand wieder zurück, aber die Graubärte wollen das Tum nicht gegen die Drachen einsetzen, weil das gegen den Weg der Stimme spricht. Dabei leben sie hoch oben in Hohodka und ignorieren komplett die Probleme, die es auf Tamriel gibt. Als ob sie nicht Teil der Welt wären. Aber es kommt noch schlimmer. Sie sind ein Haufen von heuchlerischen, elitären, alten Säcken. Denn sie verfolgen zwar den Weg der Stimme, das hindert sie allerdings nichts daran, dem Drachenblut das Schreien beizubringen. Das widerspricht doch komplett der pazifistischen Haltung der Graubärte. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass das Drachenblut alles andere als pazifistisch ist. Ihr wollt nicht wissen, was ich alles schon mit einem Schrei zerfetzt habe. Aber irgendwie sind die Graubärte auch so ein bisschen Pygmy. Oh ja, wir sind so unglaublich intelligent und wir können alle Schreie. Aber du Drachenblut, du kleines Opfer, du musst durch die ganze Spielwelt rennen und nochmal alle Schreie von vorne lernen an den Tafeln. Wie, du willst unsere Macht haben? Nein, du kleiner Knecht. Töte Schönwalter Drachen mit der verkackten Kamerasteuerung in Skyrim und nimm die Drachenseen lieber in dir auf. Neben dem ist es auch so, dass Arngeier und seine Boys halt Patonax verehren. Während es für die meisten Skyrim-Spieler komplett in Ordnung ist, den Kaiser im Rahmen der dunklen Bruderschaft-Questreihe umzubringen, heulen sie herum, wenn sie Patonax töten sollen. Patonax ist mein bester Freund, warum wollen die Klingen nur, dass ich ihn töte? Dass die Klingen total bescheuert sind, habe ich bereits in einem anderen Video erwähnt. Dass man eigentlich Patonax lieber töten sollte, habe ich ebenfalls verargumentiert. Aber dass es dumm ist, wie die Graubärte Patonax zu verehren, habe ich bisher noch nicht erwähnt. Eine weitere Sache, die mir so ein bisschen sauer aufstößt bei den Graubärten, ist, dass sie uns als Drachenblut zu sich gerufen haben. Was soll man in den Bergen, wo es sehr, sehr viel Schnee gibt, auf keinen Fall tun? Was könnte wohl eine Lawine auslösen? Scheiß drauf, die Gefahr ist es wert. Hauptsache, das Drachenblut kommt zu uns, weil wir zu faul sind, einen Boten loszuschicken. Wartet, was war das? Drachenblut. Oh, Arngeier, eure Stimme klingt etwas merkwürdig. Ich bin ja auch älter geworden, nicht wahr? Ich verstehe, dass du uns nicht magst, aber vielleicht diesen besonderen Zaubertrank. Oh nein, bitte nicht schon wieder Holy. Schweigt! Holy Energy hat neue Tränke rausgebracht. Gorilla's Crepe. Und für diejenigen, die lieber auf Koffein verzichten und Eistee mögen, Red Crepe Hibiscus Tea. Und der ganze Kram hat keinen Zucker und Holonootropics, ja, ja. Unten in der Beschreibung und im angepinnten Kommentar findest du den Kauflink. Danke, Arngeier. Darf ich euch jetzt endlich weiter beleidigen? Wo war ich stehen geblieben? Achso, die Graubärte sind so alt, dass man meinen könnte, sie wären besonders traditionell. Aber eigentlich treten sie die Tradition der Nord mit Füßen. Denn das Tuum war schon immer Bestandteil der kriegerischen Natur der Nord. Doch eben genau diese kriegerische Natur lehnen ja die Graubärte ab, also auch einen kulturell wichtigen Eckpfeiler der Nord. Außerdem, und das ist mein letzter Punkt, sind sie extrem arrogant und glauben, sie seien die einzigen, die den wahren Weg der Stimme kennen. In der Geschichte von Tamriel gab es aber noch viele andere Meister des Tums. Der Weg der Stimme vernachlässigt diese anderen Konzepte gänzlich. Da habt ihr es, die Graubärte sind dumm und auch der Weg der Stimme ergibt keinen Sinn. Wer gegen die kriegerische Natur des Tums ist, sollte gegen das Tum argumentieren und nicht dafür, das Tum nicht für Gewalt einzusetzen. Denn für was sind denn die Schreie, die wir in Skyrim finden, erschaffen worden? An dieser Stelle geht es jetzt weiter mit diesem sehr spannenden Video. Klickt euch gerne rein, ich bin raus, bis dann, euer Amemus.